diesmal zu Gast bei Nette Leid ist die Journalistin Barbara Windwarder. Sie kennt jede Facette des österreichischen Journalismus und hat in diesem harten Job mit ihrer Patchwork-Familie ihre Frau gestanden. Und daraus entstand ein ganz spezielles Printprodukt. Unser heutiger Studiogast kann uns die Frage ganz eindeutig beantworten. Wie ist es gleichzeitig, die Grande Dame im Print zu sein und eine Familie mit 4 Kindern erfolgreich über die Woche, den Tag, das Jahr zu bringen? Willkommen. Hallo. Also das ist ja prinzipiell eine Schwierigkeit, mal eins von beiden zu managen. Eine erfolgreiche Berufslady zu sein und gleichzeitig dann noch Kinder zu haben, und zwar gar nicht so wenige. Möchten Sie mal davon erzählen? Ja, ich fange mal an, dass ich sozusagen 4 Kinder habe. Die ersten 3 wie die Orgel pfeifen. Und ich habe damals während dem Studium schon beschlossen, dass ich Kinder während dem Studium haben möchte. Also nicht so, wie es andere Frauen machen, zuerst Karriere und dann Kinder, weil ich wollte immer eine junge Mama sein. Und habe mir dann auch gedacht, dann habe ich das hinter mir, wenn ich arbeite. Und bin dann nach dem Studium einfach durch Zufall hineingerutscht. Habe mit dem Lektorat begonnen bei den Bezirksblättern und wurde schon am ersten Nachmittag, wo ich Korrektur gelesen habe, gefragt, weil eine liebe Freundin das der Chefredakteurin erzählt hat, ja, du möchtest schreiben, fang an. Nächste Woche 2 Geschichten. Zu Hause war die Jüngste gerade einmal ein halbes dreiviertel Jahr alt. Ja, und da sagt man nicht nein, weil ich natürlich immer beim Studium mitbekommen habe, wo immer gesagt worden ist, das ist keine Berufsausbildung zum Journalisten, sie müssen sich selbst irgendwie wo den Fuß in die Tür stellen. War mir klar, die Chance muss ich ergreifen, wie auch immer ich das schaffe. Bin dann das war an einem Freitag, bin am Samstag gleich Diktaphon, Kamera und alles Mögliche kaufen gefahren. Von Fotografie keine Ahnung gehabt, weil im Regionaljournalismus muss man selber auch die Fotos machen. Und musste dann, das war für mich das größte Bauchweh, der Auftrag war, einen Kriegsveteranen aus Mödling zu finden. Mhm. Das war fürs Mödlinger Bezirksblatt, der möglichst den Krieg in Mödling erlebt hat, der viel zu erzählen hat. Und die zweite Geschichte war das sogenannte Promi-Kochen, wo ich einen Mödlinger Prominenten finden musste, der mich am besten zu sich nach Hause einlädt. Und ich muss dazu sagen, ich war ein introvertierter Mensch eigentlich. Ich wollte immer schreiben. Merkt aber man überhaupt nicht. Ja, es hat sich gewandelt. Aber eigentlich, ich habe die ersten Jahre wirklich oft Bauchweh gehabt, irgendwen anzurufen, anzusprechen. Und das war mir aber klar, das muss ich überwinden, sonst wird das nichts. Ja. Habe dann meine ganze Mütterschar, die ich halt in Mödling gekannt habe, so gesehen hat sich das dann oft auch ergeben, wirklich segiert, innerhalb von 2-3 Tagen einen Veteranen zu finden. Das war dann auch so, das war der Opa von einem Freund von meinen Kindern. Dieses Interview hat damals 3 Stunden gedauert. Wow. Ja, war wirklich interessant. Ich bin dort gesessen und habe nur gedacht, wie soll ich daraus eine Seite machen? Und das Promi-Kochen habe ich damals, weil ich auch zugleich beim Roten Kreuz in Mödling durch einen Freund hineingeschlittert bin, die Pressearbeit zu machen. Und habe dann den sogenannten Marathonläufer vom Roten Kreuz, der war damals bekannt in Mödling, als prominent eingestuft und habe das dann der Chefredakteurin so verkauft. Das Problem war nur, dass der Marathonläufer eigentlich nichts gekocht hat, weil er sich damals eigentlich nur von gemischten Gemüsesäften ernährt hat. Und wir haben das dann als Interview gelöst in einem Café in Mödling und ich habe halt dann ein paar Rezepte also das waren grausliche Getränke mit grünem Salat und Spinat und habe das halt irgendwie so. Haben Sie dann gute Miene gemacht? Also einfach so. Lecker. Also ich habe die 2 Geschichten dann vorgelegt, die hat ja auch Barbara geheißen, die Chefin in Mödling, und haben mir gedacht, wenn das nicht genommen wird, dann war's das, dann lese ich halt weiter Korrektur. Aber sie sind genommen worden, zwar mit viel Korrekturen, und das ist am Anfang die erste Zeit halt, damit muss man leben lernen, dass die Chefredakteure Formulierungen ändern, sagen, dass die Headline passt nicht oder so. Und zugleich habe ich natürlich zu Hause irgendwie mit meinem Ex-Mann klären müssen, wie wir das machen. Ja, ich habe damals auch noch keinen Führerschein gehabt. Das heißt, er hat mich manchmal dann mit dem Auto zu Terminen gebracht, also Theateraufführungen, die ich machen durfte. Oder auch, ich weiß nicht mehr, wie die geheißen haben, irgendeine so eine Militär-Grenadier-Verein in Sittendorf. Beim Jahrestag von irgendwas die Schüsse abfeuern für die 2 Fotos, hat er mich dort halt abgesetzt. Kinder waren auch im Auto, ich habe die 10 Minuten dort die Geschichte gemacht und dann hat er mich wieder nach Hause gefahren. Daneben habe ich den Führerschein gemacht, weil ich gewusst habe,
War ja ohne sofort. Geht nicht. Ja. Ja, genau. War ja nichts zu tun. Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind da reingerutscht, aber das klingt nicht nach reinrutschen. Das klingt eher nach, ich push mich jeden Tag, damit ich weiterkomme. Ja. Ich denke da primär an ganz normalen Mama-Alltag, also sprich schlaflose Nächte, sprich man muss Kinder irgendwie rechtzeitig von A nach B bringen, sich selber auch noch organisieren und konzentriert bleiben, was ja auch nicht unbedingt so einfach ist. Und so wie Sie sagen, Sie waren introvertiert, dann aus sich rausgehen ist ja nochmal ein Step. Sind Sie gläubig? Oder woher kommt die Energie oder die Kraft? Das ist wie ein Vorhang, der gefallen ist. Also ich habe das Riesenglück gehabt, dass damals die Redaktion der Bezirksblätter mit dem Auto 5 Minuten entfernt war. Das muss man sagen, es war ein Riesenglück in Wiener Neudorf. Da waren damals 3 Redaktionen, Baden-Mödling, Schwächert zusammen. Das heißt, wie ich dann auch Schwächert übernommen habe, also ich bin dann gefragt worden, Schwächert zu übernehmen und dann ein Jahr später gleich den größten Bezirk Baden. Es war immer dieser Weg zum Büro nicht weit. Ich habe sehr oft am Wochenende gearbeitet. Also wenn mein Ex-Mann am Nachmittag zum Beispiel gesagt hat, er geht am Spielplatz, bin ich reingefahren, habe 3 Stunden geschrieben. Und man kann wirklich sagen, in dem Moment, wo ich mit dem Auto hingefahren bin, ist dieser Vorhang gefallen. Das ist eigentlich dann immer mein Ausgleich zur Familie gewesen, zu den Kindern, ja, die natürlich anstrengend waren, weil meine 2 Ältesten sind gerade mal 16 Monate auseinander und haben wirklich viel angestellt zu Hause. Und das war eigentlich immer so wie ein Vorhang, der fällt. Ja. Und im Büro war dann konzentriert arbeiten. Ja. Aber das Schwierigste ist ja, stelle ich mir vor, dieses Zeitmanagement. Wann bin ich jetzt da bei den Kindern? Kinder haben ja auch nicht jeden Tag denselben Alltag. Wann muss ich was für meine Redaktion abliefern? Wann nehme ich mir Zeit für mich? Und wo bringe ich mich dann noch ein? Haben Sie sich da irgendwie auch selber drin verloren manchmal und sich gedacht, ich hätte so gern mal eine Stunde Zeit, um was zu lesen, Sport zu machen, eine Stunde in der Badewanne zu suhlen, ja, oder mir, ich weiß nicht, was Schönes zu gönnen. Haben Sie das gehabt? Das habe ich dann manchmal bei Terminen drangehängt, ja. Wenn ich einen Termin hatte am Wochenende. Nein, aber wenn ich irgendwo, am Nachmittag 2 Termine hatte, dass ich dann einfach dort beim Termin einmal eine Runde gegangen bin oder länger im Auto gesessen bin und mal runtergekommen bin. Aber ich muss sagen, ich habe beides mit so Leidenschaft immer gemacht. Ja. Also ich wollte immer mehr als ein Kind haben. Ja. Das dritte Kind war auch geplant, muss ich dazu sagen. Ja. Das hat mich meine damalige Freundin für verrückt erklärt. Also es war noch während ich Diplomarbeit geschrieben habe. Aber mir war einfach mit den beiden schon langweilig. Ich wollte mehr Leben im Haus haben. Entschuldigung, dass ich lache. Ja, und das Schreiben und Journalist sein. Und da ist der Regionaljournalismus halt auch sehr entgegenkommend, weil man wirklich an den Leuten ist und wirklich auch zusammensitzt und bei einem Termin dann irgendeine Geschichte hört. Das war immer beides mit Leidenschaft. Ja? Und das Lesen oder für mich sein, das war wirklich am Abend auf der Couch. Ja? Das war halt dann die Stunde, wo ich dann für mich was getan habe. Und das andere ist einfach auch kreatives Zeitmanagement. Man darf einfach den Haushalt nicht als wichtig erachten. Ja. Man muss seine Kinder von Anfang an selbstständig erziehen. Das habe ich aber schon, bevor ich da hineingerutscht bin, so immer gehandhabt. Dass man sie zum Mitmachen animiert, dass sie dabei sind. Und der große Vorteil für meine Kinder war immer, ich habe sie dann immer erklärt, wenn ich einen Abendtermin, also Ballsaison zum Beispiel, ist so eine Zeit, die wirklich Knochenarbeit ist. Wenn ich da denke, in Schwächert, Rauchenwart, ganz hinten, Fischerment, 3, 4 Bälle, es hat gestürmt, geschneit, ich habe gerade den Führerschein gehabt und bin da wirklich 6, 7 Stunden unterwegs gewesen. Ja. Natürlich, das sind die Hardcore-Zeiten und die Kinder haben das nicht gern gesehen. Aber ich habe dann immer erklärt, dafür habt ihr eine Mama, die unter der Woche zum Muttertagsfest in den Kindergarten kommen kann, die zum Mittag mal abholen kann, die beim Mittagessen da ist, weil natürlich der Beruf wieder den Vorteil hat, dass es relativ flexibel ist, solange man abliefert. Ja. Es gibt halt den einen Tag, wo Redaktionsschluss ist, solange man da abliefert. Das war der fixe Tag, wo auch meine Mutter damals noch rüstig war, dass sie dann zu Hause war bei den Kindern. Ja. Aber sonst ist es eigentlich fürs Familienleben, der Mann hat am Abend bei Abendterminen aufgepasst und man kann auch tagsüber mit den Kindern was machen. Wer sind denn deine größten Kritiker? Die Redaktionschefs oder Chefs oder deine Leser, also sprich die Berufssparte, oder sind es die Kinder? Oder bist du selbst deine, also sind sie selbst deine, ich schwanke immer so, weil das sehr vertraut ist. Ich bin selbst mein größter Kritiker, ja.
Also es war nicht nur einmal so, dass ich Geschichten fünfmal umgeschrieben habe, damals noch. Ja, mittlerweile mit der Zeit bekommt man auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder auch einfach die Einstellung, für mich passt es so, ich schreibe es so, es ist alles drin enthalten, es ist recherchiert und damit ist es dann irgendwann genug. Ja. Aber in den ersten 2, 3 Jahren war ich sicher selbst mein größter Kritiker. Aber die größten Hürden waren damals, jetzt hat sich ja schon ein bisschen gewandelt, aber waren damals sicherlich, dass die Chefredakteure immer männlich waren. Ja. Die ersten Jahre auch gar niemand wusste, dass ich 3 Kinder habe und das habe ich auch wohlweislich verschwiegen. Ich habe nie einen Pflegetag genommen, also ich war nie in Krankenstand oder sonstiges. Ich habe diverse Kinderkrankheiten, also ich weiß noch am ersten Tag, ist so eine Anekdote, das war kurz bevor ich bei den Bezirksbett angefangen habe, habe ich in einer Buchhandlung angefangen, weil ich komme ursprünglich auch nach der Matura noch aus dem Buchhandel. Und am allerersten Tag, mein erstes Kind, mein ältestes, Feuchtblattern. Perfekt. Mein Ex war damals arbeitslos, aber Baby noch zu Hause, holt das Kind wieder ab, weil ich muss am ersten Tag arbeiten gehen. Das hat sich dann ich bin dann 3, 4 Wochen später bei den Bezirksblättern hineingerutscht. Es hat sich dann wirklich so hingezogen, dass die 3 Kinder wirklich im 3 Wochen Abstand Feuchtblattern hatten. Also nicht alle zusammen, sondern eins war gesund, ging in den Kindergarten. Zwangspause. Ein paar Tage später das nächste. Ja? Mhm. Und das sind dann die Situationen, wo man schon, ich will da jetzt auch nicht als Rabenmutter rüberkommen, aber wo man dann eben schon in der Redaktion sitzt und sich denkt, boah, jetzt möchte ich schon lieber zu Hause sein und das Kind nicht alleine lassen. Ja? Aber das sind auch die Situationen, wo ich immer gewusst habe, da darf ich jetzt nicht den Chef anrufen, weil das funktioniert nicht. Ja. Ja. Also das Ganze ist aber dann gegipfelt. Also ich habe das wirklich jahrelang, das hat nämlich die Barbara, die mich da eigentlich damals als Freie zuerst engagiert hat und mich dann auch vorgeschlagen hat für Schwächert, die hat selber 2 Kinder gehabt und hat das wohlweislich nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, ja, die Barbara, die macht das gut, gebt sie die Schwächer der Redaktion. Und hat mir auch damals gesagt, sag nicht, dass du Kinder hast. Ja. Weil sie hat immer die Kritik bekommen wegen der Kinder. Und dann war ein paar Jahre später, ist dann die Mödlinger Redaktion frei geworden und ich bin vom damaligen Chef angerufen worden, ja, wir haben jetzt endlich eine gute Kandidatin für Mödling. Da habe ich schon die Chefredaktion Baden gehabt. Und sagt zu mir, ja, die ist wirklich top, die war bei der Presse und dort und die und hier und da. Aber sie hat 3 Kinder. Worauf ich dann lapidar gesagt habe, und, was ist das Problem, ich habe auch 3 Kinder. Und er so, was, das wusste ich gar nicht. Ja. Damit hat sie die Stelle bekommen, weil da konnte er dann nicht mehr aus. Weil ich habe nie einen Tag gefehlt. Ja. Okay, ja. Okay. Und das war dann auch eine ganz gute Kombination, weil mit der Redakteurin, wir haben uns dann auch gegenseitig unterstützt. Ja. Wir sind in der gleichen Redaktion gesessen und wir haben verstanden, wenn der andere mal gestresst ist oder eben mit so einem Kopf in der Früh ins Büro geht, weil halt zu Hause gerade Stress ist, ja. Das muss man schon sagen, diese Dinge unterstützen, dass man das durchhält. Ja. Also Kind und Kegel mit Beruf ist gar nicht so leicht. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe das sehr, also ab dem 3. Kind, man wird dann auch gelassener. Ja. Und meine 3. war dann schon sehr ruhig, die war bei Terminen oft mit, also wo es halt vereinbar war. Ja. Entenrennen in Mödling ist sie halt im Kinderwagen gesessen und ich habe fotografiert. Ja. Und die Jüngeren sind da so hineingewachsen, meine 4. überhaupt. Ja. Also wenn sie das von Anfang an gewöhnt sind, ist das auch anders, als wenn ich jetzt 10 Jahre in einem Büro sitze und dann damit anfange. Ja. Dann ist es für die Kinder eine Umstellung. Ja, ja, das verstehe ich. Ja. Mehr zum Kinderouting, von unserem heutigen Studiogast machen wir dann weiter nach der Pause.